Hallo, willkommen zum vierten Teil des Online-Seminars von Perfektes Deutsch. Die B2-Prüfung bereiten wir zusammen vor, den Teil Schreiben. Bevor es losgeht, möchte ich, dass ihr euch Papier und Stifte holt, denn ich möchte euch noch eine neue Grammatik beibringen, die euren Forumsbeitrag bei der schriftlichen Prüfung oder euren Brief noch besser machen kann, noch mehr in die B2-Sprache bringen kann. Das ist die Grammatik. Haben plus Infinitiv mit zu. Seht ihr das? Die Überschrift haben plus Infinitiv mit zu. Vielleicht haben das einige von euch schon mal gehört, vielleicht ist das aber auch jetzt ganz neu. Dann hört gut zu und schreibt gut mit. Haben plus Infinitiv mit zu ersetzt einen Müssen-Satz. Schaut mal, das sind die Notizen. Müssen und dann ba, 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 plus Infinitiv ist genauso wie haben ba, 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 plus zu plus Infinitiv. Ich gebe euch ein einfaches Beispiel. Man muss für die B2-Prüfung lernen. Seht ihr hier? Man muss für die B2-Prüfung lernen. Das ist ein einfacher Satz mit müssen. Und jetzt kommt die neue Grammatik, das ist die B2-Grammatik. Man hat für die B2-Prüfung zu lernen. Vielleicht kommt euch das merkwürdig vor, aber das ist tatsächlich eine Grammatik, die wir benutzen, um einen Text auf ein höheres Niveau zu bringen. Man hat für die B2-Prüfung zu lernen. Das bedeutet, man muss es tun. Es ist wirklich von der Logik genau das gleiche wie ein Müssensatz. Aber es ist viel professioneller formuliert und gibt dem Text ein hohes Niveau. Hier nochmal. Man hat für die B2-Prüfung zu lernen. Das zweite Beispiel, ein bisschen komplizierter. Ich knicke das mal kurz ab, damit ihr das besser sehen könnt. Das ist jetzt der erste Satz mit müssen. So. Jeder muss sich Gedanken darüber machen, wie viel Plastik er verursacht. Jeder muss sich Gedanken darüber machen. Sich Gedanken machen über funktioniert mit der Präposition über. Hier brauchen wir jetzt darüber, denn es kommt ein Nebensatz. Jeder muss sich Gedanken darüber machen, wie viel Plastik er verursacht. Okay, so, und hier ist jetzt muss und Infinitiv machen. Und dieses muss machen wird jetzt ersetzt durch haben mit Infinitiv mit zu. Dazu müsst ihr das haben natürlich konjugieren. Und dann heißt der Satz, und plötzlich ist es ein ganz, ganz toller B2-Niveausatz. Jeder hat sich Gedanken darüber zu machen, wie viel Plastik er verursacht. Verbraucht. Habe ich die ganze Zeit verursacht gesagt? Oh nein, Entschuldigung. Ich habe es selbst nicht gelesen. Aber es ist genau das Gleiche, ja? Also, jeder muss sich Gedanken darüber machen, wie viel Plastik er verbraucht. Jeder hat sich Gedanken darüber zu machen, wie viel Plastik er verbraucht. Und tada! Ein wunderbarer B2-Satz. Nun habe ich noch ein einfaches Beispiel, damit ihr es wirklich versteht. Ich muss jetzt noch kochen. Ich muss jetzt noch kochen. Muss und kochen wird ersetzt durch habe und Infinitiv mit zu. Ich habe jetzt noch zu kochen. Wir benutzen das im Alltag wirklich, wenn man das Gefühl hat, das muss. Das Müssen ist nicht stark genug, dann ersetzen wir das durch Haben mit zu und dann haben wir das Gefühl, es ist noch stärker, noch klarer. Ich habe keine Zeit, ich habe jetzt noch zu kochen.
Es ist im Prinzip das Gleiche wie müssen, aber vom Gefühl denken wir, dass es stärker ist. Aber es ist eigentlich das Gleiche. Und das werdet ihr auch merken, wenn ihr mit Deutschen sprecht, immer wenn die aufgeregt sind und etwas ganz klar sagen wollen, dann benutzen sie dieses haben mit Infinitiv mit zu. Oh, ich habe noch diese Hausaufgabe zu machen. Ich habe noch das Seminar zu schauen. Ja, das ist immer haben plus Infinitiv mit zu.